Tolkien in 5 Minuten. Dieses Mal Tolkien versus Hitler. Wer in dieser Folge ein episches Rap-Battle zwischen J.R.R. Tolkien und Adolf Hitler erwartet, den müssen wir leider gleich zu Beginn enttäuschen. Googelt man Tolkien versus Hitler, befassen sich die meisten Treffer mit einem Briefentwurf Tolkiens von 1938. In diesem verweigert Tolkien den Nachweis über arische Abstammung, den ein deutscher Verlag zur Übersetzung des Hobbits anforderte. In der letzten Episode, wie der Hobbit nach Deutschland kam, sind wir bereits darauf eingegangen. Wir wollen heute ein bisschen weiterblicken. In einer Zeit, in der viele Engländer ihren deutschen Nachnamen anglisieren ließen, der berühmteste von ihnen war wohl König George V., hatte Tolkien großen Respekt vor der deutschen Nation. Die Tugenden des Gehorsams und des Patriotismus seien in den Deutschen stärker als in den Engländern. Tolkien unterschied klar zwischen dem deutschen Volk und den deutschen Machthabern, die Krieg führten. Die Deutschen, schrieb er an seinen Sohn Michael 1941, würden mit Gottes Fluch nun von einem Mann geführt werden, in dem ein wahnwitziger, wirbelnder Teufel steckt. Ein Orkan, eine Leidenschaft, dass sich der arme alte Kaiser dagegen ausnimmt wie ein altes Weib mit Strickstrumpf. Den größten Teil seines Lebens hatte Tolkien auf das Studium germanischer und nordischer Belange ausgerichtet. Umso mehr ärgerte ihn, dass das Germanische nun von den Nazis derart korrumpiert wurde. Im gleichen Brief schrieb er: In dem germanischen Ideal steckt einiges mehr an Kraft und Wahrheit, als die Unwissenden meinen. Ich war als Student sehr davon angetan, als Hitler, glaube ich, mit Farben herumkleckste und davon noch nie gehört hatte. Tolkien war der Meinung, besser als die meisten Menschen zu wissen, was an diesem nordischen Unfug, wie er es nannte, Wahres dran sei. Die Instrumentalisierung des germanischen Ideals nahm er sehr persönlich. Jedenfalls habe ich in diesem Krieg einen heißen persönlichen Groll, der vermutlich heute mit 49 einen besseren Soldaten aus mir machen würde als damals mit 22. Gegen diesen verdammten kleinen Ignoranten von Adolf Hitler, den das Komische an der dämonischen Besessenheit und Wucht ist ja, dass sie den geistigen Rang nicht im Mindesten hebt. Sie steigert in der Hauptsache nur den Willen. Weil er den edlen nordischen Geist, jenen vortrefflichen Beitrag zu Europa, den ich immer geliebt und in seinem wahren Lichte zu zeigen versucht habe, ruiniert, missbraucht und verdorben hat, sodass er nun für immer verflucht ist. In diesem Brief fand Tolkien deutliche Worte gegenüber Hitler. Dennoch sah er das Deutsche an sich nicht als etwas Negatives an, wie viele seiner Zeitgenossen. In einem Brief an seinen Sohn Christopher schrieb Tolkien 1944: Wir wussten schon, dass Hitler ein vulgärer und unwissender kleiner Halunke ist, abgesehen von allen anderen Fehlern oder vielleicht deren Ursache. Es scheint aber noch viele vulgäre und unwissende kleine Halunken zu geben, die nicht Deutsch sprechen und die, gebe man ihnen dieselbe Gelegenheit, auch die meisten anderen hitlerischen Eigenschaften beweisen würden. Er berichtete Christopher auch von einem Zeitungsartikel, der die systematische Ausrottung des gesamten deutschen Volkes als einzig sinnvolle Maßnahme nach dem militärischen Sieg empfahl. Darüber ärgerte sich Tolkien sehr. Die Deutschen haben ebenso viel Recht, die Polen und Juden für ausrottbares Ungeziefer, für Untermenschen zu erklären, wie wir das Recht haben, dies mit ihnen zu tun. Mit anderen Worten, wir haben keines, was sie auch getan haben mögen. Auch wehrte sich Tolkien Zeit seines Lebens gegen die hartnäckige Interpretation, der Herr der Ringe sei eine Allegorie auf den Zweiten Weltkrieg, wobei die Deutschen in dieser Gleichung die Orks darstellten. In einem Interview mit dem Sunday Times Magazine sagte Tolkien 1967 sehr deutlich: Ich habe nie solche Gefühle gegenüber den Deutschen gehabt. Ich bin sehr gegen diese Art von Dingen. Den eigentlichen Feind in der Welt sah Tolkien wohl in der Industrialisierung durch die Maschinen. An Christopher schrieb er im Januar 1945: Jedenfalls scheint der erste Krieg der Maschinen seinen unschlüssigen letzten Kapitel entgegenzugehen, wonach leider jeder Mann nur ärmer ist, viele in Trauer oder verstümmelt und Millionen tot. Und nur eines triumphiert, die Maschinen. Vieles davon finden wir in seinem literarischen Werk wieder, auf das er auch im Alltag immer wieder Bezug nahm. Man kann den Feind nicht mit seinem eigenen Ring bekämpfen, ohne sich selbst in einen Feind zu verwandeln. Doch leider scheint Gandalfs Weisheit längst mit ihm in den wahren Westen hingeschieden zu sein.
Annika berichtete dieses Mal über Tolkiens Meinung über Hitler. Redaktion Annika Röttinger. Thema der nächsten Folge: Mit Tolkien durch Oxford. Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.